Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und heute haben wir uns hier versammelt, um unsere großen 10 Momente des Beachvolleyballs zu definieren. Wichtig dabei ist, es sind unsere 10, es sind die Momente, die wir am emotionalsten erlebt haben, seitdem es Bewegtbild über Beachvolleyball gibt. Es sind jetzt nicht die 10 outstanding Momente, die es in diesem Beachvolleyball-Leben gab oder in dieser Beachvolleyball-Karriere, in der Historie des Sports, sondern es sind wirklich unsere 10, die wir am meisten konsumiert haben und irgendwie am meisten feiern. Genau sieht's aus. Wir fangen gleich an mit Platz 10. Viel Spaß. Angemessener Start in unsere Top 10. Wir starten mit Karch Kirai, mit einem legendären Ausraster. Karch gegen Sinjin, das ewige Duell. Wer ist der beste Beachvolleyballer der Welt? Wer ist der zu der Zeit beste Beachvolleyballer auf diesem Planeten? Stellt euch vor, ihr habt Matchball bei 14-12. Damals konnte man nur aus eigenem Aufschlag punkten, wichtig für alle Jüngeren zu wissen. Ihr verteidigt den Ball, spielt ihn zu, macht die Transition zum Punkt. Ihr denkt, ihr habt das Spiel gewonnen und der Schiedsrichter entscheidet 4 Touches, weil man anscheinend im Block dran war. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er im Block dran war, auch das Video. Ich kann es nicht. Ich glaube auch. Das heißt, du bist zu 100% sicher, du hast dieses Spiel gewonnen. Klassiker, was passiert? Ein paar Bälle später, du hast Matchball gegen dich, wirst geblockt und was dann passiert, sind pure Emotionen. Und eins muss ich an der Stelle mal sagen, wer mir immer vorwirft, ich bin emotionaler Spieler und habe mich nicht unter Kontrolle, der hat vorher das Video noch nicht gesehen. And so Smith and Stoklos and Karai is so unhappy, he pulls down the net and the referee at the same time and he is livid, he is out of his mind with anger. Platz 9 liegt mir natürlich sehr am Herzen, weil es ist der GOAT, Teil meines aktuellen Lieblingsteams, natürlich Phil Dahlhauser, damals noch mit Todd Rogers, in irgendeiner verrückten World Challenge gegen Allison und Harley. Und das Video, ihr könnt es nochmal nachschauen, heißt einfach Phil Dahlhauser, how to start a match. Es ist wirklich unglaublich. Am Ende macht Phil quasi im Alleingang mehr oder weniger 8 Punkte für sein Team. 8-1 Run, startet mit einem absolut Wahnsinns-Killblock. Danach, gut, Punkt von Todd Rogers nach einem Zuspiel, wo ein Zuschauer im Hintergrund, man hört es im Live-Kommentar, einfach nur wow sagt. Und dann geht's los. Phil geht in den Aufschlag, 2 Asse, 1 Nutzroller mit dabei, meinetwegen zum 5. Punkt einen Killblock, und zwar ein, das Killblock zu nennen, ist schon eine Untertreibung. Das also, Ding springt höher aus dem Sand raus, als das Netz hoch mit ist. Den kompletten Achseln wirklich einfach über dem Netz haut er das Ding da wirklich auf den Boden, geht wieder zum Aufschlag, Ass, danach nochmal ein Killblock und einfach wieder ein Ass. Und Todd Rogers hat bis 8-1 nicht einmal den Ball angefasst gefühlt. Absolut unglaublich. Das kann nur Phil und deswegen verdient er Platz 9. Auf jeden Fall. Platz 8, unser zweiter Ausraster. Mir stellt sich gerade die Frage, warum ich immer die Ausraster vorstellen muss. Könnte irgendwie ein Schema haben. Böse Zungen würden behaupten, das hat ein Schema. Ja. Naja, es geht um einen legendären Ausraster. Es geht um eine Situation in einem Finale. Brink Reckermann gegen Numador Skul. Jonas Reckermann kriegt den Ball glasklar ins Gesicht, geht danach zum Linienrichter, putzt sich die Brille, wird sehr schnell vom ersten Schiedsrichter aufgefordert, doch weiterzuspielen, kriegt dabei Delay gelb, es artet aus, es wird eine rote Karte und an diesem Punkt mischt sich Julius Brink ein, nimmt eine taktische Medical Timeout und was danach passiert, ist pures Gold. Platz 7, es geht um ein deutsches Team und ein großes Turnier. Das Video kenne ich natürlich auch, aber ich bin ganz ehrlich, 2009, das war so ein bisschen vor meiner Zeit. Da habe ich mich noch zu viel mit Fußball und so einer Scheiße beschäftigt. Mhm. Also würde ich es jetzt dir mal lieber überlassen, das unseren Zuschauern einmal vorzustellen. Star Wanger 2009, WM-Finale, Brink Reckermann gegen Allison Harley. Mal wieder Allison Harley. Ja, Allison ist echt auch ein Dauertäter in dieser Top 10. Das kann man schon mal sagen. Ja, ist es egal ob so. Negativ, positiv. Ja. Zweiter Satz, Deutschland führt 1-0, liegt 16-19 hinten. Der Sideout kommt und Jonas Reckermann geht zum Aufschlag. Und ich habe persönlich mit ihm gesprochen und er sagte, ich wollte mich damals eigentlich nur für den dritten Satz auf Topspin-Aufschlag vorbereiten, weil ich bis dahin nur Float gemacht hatte. Also er wollte die Aufschlagart ändern und dachte am Ende des zweiten Satzes, okay, ich wechsle mal. Was passiert? Ass, Block, glückliche Defense-Ball, den Allison schlecht abschließt. 2 Minuten später, Brink Reckermann sind Weltmeister durch einen Block von Jonas Reckermann. Und ich finde am geilsten eigentlich den Moment, wie er sich einfach umdreht und einen so emotionalen Moment die Ruhe behält, seinen Arm hebt und sich einfach nur feiern lässt und Julius auf ihn zukommt. Und ich weiß nicht genau, was er ihm da sagt, aber es ist auf jeden Fall ein geiler Moment. Platz 6 und viele werden sich wahrscheinlich gleich fragen, warum nur Platz 6? Aber vielleicht, weil es eben nicht so ein klassischer Moment ist,
sondern repräsentativ für diese überragende Storyline. Es geht natürlich um unsere Jungs, nicht um unsere Goldjungs, aber unsere Silberjungs, Tole Wickler in Hamburg 2019. Und ganz speziell meinen wir natürlich das Halbfinale gegen das aktuell beste Team der Welt, Moritz Sorum. Es steht 11-11 im dritten Satz, wenn ich mich richtig erinnere. Und Clemens Wickler fasst sich mal wieder ein Herz wie die ganze Weltmeisterschaft und macht mit entscheidenden Aufschlägen die zwei Breaks klar. Und am Ende die Emotion bei 14-12, eigene Annahme, Julius Tole behält die Nerven, macht seinen Schabbelschlag am Blocker vorbei. Anders Mohl greift ihn daneben. Die beiden sind im Finale, wissen, sie haben eine Medaille sicher und haben vor allem das beste Team der Welt geschlagen. Allein darüber reden macht mir noch Gänsehaut. Und ganz ehrlich, du hast nicht ohne Grund den Jungs nach der Leistung auch dieses mega geile WM-Video gewidmet. Das müsst ihr am besten machen, was jetzt hier so ping, machen wir hier das rein, dann könnt ihr draufklicken. Oder da oben wahrscheinlich, ping. Da oben hier, wahrscheinlich, ja. Ping. Da, wer es noch nicht gesehen hat, selber schuld. Aber deswegen auf jeden Fall angemessen, diesen Moment, diese Leistung in unsere Top 10 zu nehmen. Platz 5. Und natürlich müssen wir uns auch mal mit dem vielleicht zumindest für eine kurze Zeit besten Damenvolleyball beschäftigen, den es auf diesem Planeten gab. Kein Video ohne Chiara. Kein Video ohne Chiara, okay, alles klar. Ludwig Walkenhorst in ihrer Prime 2016, Olympia-Finale, Olympia allgemein, eine Machtdemonstration, die für mich natürlich sehr emotional ist, weil ich familiär bedingt damit drin hänge. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie hast du es erlebt? Für mich ist es nicht ganz oben dabei bei den großen Momenten, weil es halt wirklich so dominant war. Die sind so rübergefahren über die Konkurrenz und es war einfach wirklich ein Klassenunterschied. Und ich bin da wirklich bei dir. Es war wahrscheinlich der beste Damenvolleyball, den man je gesehen hat. Aber deswegen waren es nicht die besten Spiele, weil es pure Dominanz war. Aber ja, der Faktor ausgebuht werden in Brasilien, eigentlich ein Riesen-Eklat. Absolut unfair, gibt es nicht in dem Sport. Und dann so zu reagieren und in dem Finale erneut wieder so zu dominieren. Kleines bisschen Gänsehaut kommt gerade. Oh ja. Tatsächlich. Oh also ja. Platz 5 ist auf jeden Fall verdient. Ja, mindestens. Also, ja. Boah, da kriege ich immer noch. Das ist geil. Platz 4, der tatsächlich höchstgerankste Ausraster in unserer Liste. Und viele denken jetzt, hä? Julius Brink, nicht der Top-Ausraster? Nein, denn es gibt noch einen weiteren Clip. Ich glaube, bei dir ist es einer, wenn nicht sogar dein Lieblingsclip. Bei mir ist es in meinen Büchern auch ganz weit vorne. Es geht um den damaligen Partner von Phil, Todd Rogers, mit einem absolut epischen Ausraster. Ja, also er verschiebt die Annahme ein bisschen, Phil rettet und er hat keine Chance mehr, kann ihn nicht schlagen. Er pritscht ihn rüber und dann kommt der Call. Und man könnte jetzt drüber diskutieren, ob der Ball doppelt gespielt ist, das würde er wahrscheinlich auch noch akzeptieren. Der Schiedsrichter pfeift aber gehoben. Es ist wirklich, das Geile ist wirklich, er regt sich gar nicht so sehr über den Call an sich auf. Hätte der Schiedsrichter doppelt gepfiffen, wäre, glaube ich, okay gewesen. Aber weil der war auch doppelt, jetzt mal ganz ehrlich, der war nicht schön. Nein. Aber er fragt halt wirklich noch, was pfeifst du gerade? Die Schiedsrichterin hebt das Ding. Da rastet er dann wirklich komplett auf. Nochmal kurz der Blick zur Kamera. Das Mikrofon war zum Glück in der Nähe. Wie gut war die Kamera bitte platziert in diesem Moment? Den müssen wir jetzt, glaube ich, einfach mal abspielen. Genießt. Platz 3 und somit auf dem Podium. Ja, Bronze. Das WM-Finale 2015. Und ich sage ganz bewusst, das WM-Finale 2015. Ja. Nummer der Fahrenhorst gegen Alisson Bruno. Ein episches Spiel. Holland hat die Chance, zu Hause Weltmeister zu werden gegen das zu der Zeit beste Team. Werden danach auch Olympiasieger das Jahr danach. Und gerade der dritte Satz ist ein absolutes Highlight. Kriegst du den noch zusammen? Ich hab schon wieder Gänsehaut. Ich habe es mir ein kleines bisschen notiert. Für mich eigentlich das epischste Spiel, was ich hier gesehen habe. Wenn man überlegt, dass es bei einem Großturnier das wahrscheinlich mit Abstand spannendste Finale, was es bei einem Großturnier je gab. Ja. 14-13, Brasilien hat Matchball und nach einer Abwehr von Bruno hat Alisson eigentlich schon wirklich den Goldball auf den Fingern und ihm unterläuft wirklich ein Kinderfehler, ein Jugendfehler. Mann. Er pokt das Ding irgendwie 7 Meter ins Aus. Nach Deutschland. Danach breakt Fahrenhorst mit einem Wahnsinns-Reach-Block oben, Bruno weg, Matchball für Holland. Was passiert? Alisson schiebt den Bagger ein bisschen zu dicht ran und Bruno mit einer Ruhe gewinnt er das Drückduell gegen Fahrenhorst. Dann wechselt es ungefähr noch dreimal und dann hat Holland wirklich
5-mal Matchball immer wieder die Chance, mit dem Aufschlag einen Punkt zu machen, sind ein gutes Break-Team, haben aber einen riesen Kackstift hinten in der Hose, kriegen es einfach nicht mehr geschissen. Und danach kam dann die große Wende, ein bisschen zu dichter Ball gestellt, Alisson passt auf, wirft das Ding runter und nach einer Abwehr von Bruno pokt irgendwie, glaube ich, Alisson das Ding so ganz awkward in die freie Feldhälfte. Numador kann nicht verteidigen. Guckt den Ball auch so richtig leer hinterher. Das sind wirklich gute Bilder in einem epischen Spiel. Was sagst du dazu? Es war, wurde sehr kontrovers diskutiert. Brunos Reaktion. Statt, die haben Gold gewonnen, Weltmeister 2015, dass man nicht direkt zum Partner rennt und ihn umarmt. Bruno rennt irgendwie zu seinem Trainer, zu den Fans. Alisson steht so ein bisschen awkward alleine auf dem Feld. Scheißegal. Hättest du genauso gemacht? Wahrscheinlich nicht, weil ich nicht als Erster zu meinem Trainer rennen würde. Das würde ich nicht machen. Aber ganz ehrlich, die Emotionen nach 5 abgewehrten Matchbällen, einem epischen Spiel. Ja. Alles, was du in den ersten Sekunden und Minuten danach machst, gilt es zu akzeptieren und zu verstehen. Egal, was da aus den Menschen rauskommt. Und die Bilder, die Emotionen, die sind wirklich mal wieder pures Gold. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja. Platz 2. Und es gibt gute Gründe, tatsächlich diesen Clip nicht auf die 1 zu setzen, weil es vielleicht noch einen Moment gibt, der gerade, ne, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber ich sag's ganz ehrlich, das ist mein absoluter Lieblings-Beachvolleyball-Clip. Ich habe diesen Clip, ich würde jetzt mal schätzen, 187 Mal gesehen, mit Sicherheit eher over. Ja. Und ja, was ist es? Es geht um Superman, es geht um Sean Rosenthal, damals mit Jake Gibb als Blocker, Manhattan Beach, Finale. Und man muss dazu einfach nicht sagen, es wäre eine Schande, über diesen Clip rüber zu reden. Es ist der Highlightschlag des Beachvolleyballs. Es gab keinen spektakulären. Ja. Ich nenne ihn immer noch, es ist Bodendecke im Sand. Du sagst Bodenhimmel. Ja. Wie auch immer, wir lassen den Clip einfach laufen. Sean Rosenthal mit dem spektakulärsten Leinschlag, den ihr je gesehen habt. This time belongs at the net and Rosenthal! Goodness. As the Superman music plays and the people rise to their feet, Sean Rosenthal ignites the crowd with an absolute hammer. Das ist schlecht hier, ne? Da ist ein Tisch besser zum Trommeln, muss man sagen. Nicht angemessen eigentlich für den Platz 1, den größten Beachvolleyball-Moment, den es jemals gab. Für uns. Mhm. Den emotionalsten. Natürlich. Und das muss man in der Deutlichkeit sagen, bringt Reckermann 2012 Olympische Spiele in London in einem Herzschlagfinale gegen, wen haben wir da wieder? Alisson dabei, Emmanuel dabei. Und es geht natürlich um die entscheidende Szene im Spiel. Es geht darum, erstmal zu führen, sich in die Hose zu machen. Ich möchte sagen, so ein Ass wie damals im dritten Satz bei Matchball, fangen, ne? Haben Brink-Reckermann in ihrer gesamten Ära niemals kassiert. Ich habe mehrmals mit den Jungs trainiert, niemals passiert. Ja? Wenn du mit ihnen darüber sprichst, sie sagen auch, ja, ich habe mir einfach, Julius Brink ist ja auch ehrlich und er sagt, ja natürlich, ich habe mir einfach in die Hose gemacht. Ja. Pure Verunsicherung war wirklich auf dem Feld zu sehen. Und letztendlich aber das letztendliche Comeback und wie sie es dann irgendwie noch geschafft haben. Und wir reden natürlich am Ende um diesen einen Ball. Es ist der Diagonalschlag von Emmanuel. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Clip auch schon, auch da. Ich habe ihn nicht 187 Mal geguckt, vielleicht 80 Mal. Und wie oft bin ich in die Super Slow-Mo gegangen, habe versucht, ich glaube, es sind nur 720p bei YouTube. Und ich bin mir heute immer noch nicht sicher, war er wirklich aus. Also da hätten wir wirklich mal den hier gebraucht. Mhm, das glaube ich auch. Also ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich finde es genial, was Jonas Reckermann danach macht. Er versucht, in vollem Bewusstsein dessen, dass es sein könnte, dass der Schiedsrichter runterkommt, Julius ganz dilettantisch über diese Linie zu ziehen. Am Ende sieht es wirklich auch ein bisschen awkward aus, muss man dazugeben. Julius lacht sich darüber auch immer noch kaputt, weil die Jubelbilder dadurch ihm nicht entsprechend waren, muss man ganz klar sagen. Aber ein smarter Move von Jonas Reckermann im Moment des größten Erfolges einer Beachvolleyballer-Karriere, daran zu denken, schnellstmöglich diesen diskutablen Ballabdruck verschwinden zu lassen, ist schon auch ein Beweis dafür, dass der Typ so unendlich smart ist. Das stimmt, aber die Bilder sind so verrückt. Wirklich, die Brasilianer, was machen sie? Sie gehen natürlich zum Abdruck, stehen davor, man sieht nur Alisson und dann so, war doch drin. Und während daneben wirklich die Deutschen stehen und einfach nur jubeln und sich feiern, unglaubliche Bilder. Und deswegen, ja, ich glaube, jeder von euch wird das Spiel damals wahrscheinlich live gesehen haben. Bei mir war das natürlich so. Und die Emotionen danach, das erste Mal Gold für Deutschland im Beachvolleyball. Was für eins. Nach Matchball aus eigener Annahme, dieses Finish. Mhm. Oh Mann. Jetzt bin ich mir sicher, mehr als verdienter Platz 1. Ja, gab keine andere Option. Das muss der Platz 1 sein und damit war es das auch für unsere Liste. Die großen 10 Beachvolleyball-Momente, zumindest unserer Meinung nach. Wenn ihr
da andere Clips noch habt und sagt, nee, ihr habt da 2, 3 vergessen, die sind bei mir ganz oben dabei, gerne am besten mit Link noch in einem Kommentar runter kommentieren, was bei euch noch gefehlt hätte, was in eurer Liste drin gewesen wäre. Ansonsten, wenn euch das Video, das Format gefallen hat, natürlich lasst ein Däumchen da, abonniert den Kanal, weil es wird tatsächlich spätestens in 4 Monaten das nächste Ranking geben. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.